Moin und willkommen zurück zu Foundry. Und das letzte Mal hatten wir endlich das Chatpack freigeschalten. Ihr seht das in der Mitte, 6,5 Megajoule habe ich noch. Das ist weniger als ein Fass. Aber ich finde das ziemlich cool, wenn man schneller ist. Wenn man Gas gibt, geht das schneller runter. Das passt, das System finde ich ziemlich cool. Ihr seht das auch unten links. Ich habe jetzt gerade mal angefangen, die Forschungspakete 3 mit der Hand zu machen. Ich habe das mal einige auch schon mit der Hand reingetan. Da sind sie. Weil wir unbedingt Abbaukraft 1, was jetzt gleich fertig ist, machen müssen. Wir warten jetzt mal noch ganz genau. Genau. Und dann können wir den Aufzug machen. Ich habe das hier mal wieder abgebrochen. Das sind wir jetzt bei, ich sehe es nicht, 45%. Nein, nicht mal die Hälfte, aber wird. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Aufzug. Dann haue ich jetzt hier mal die letzten grünen Forschungspunkte noch rein. Und nebenbei werden ja noch welche gemacht. Gut, ich brauche ein paar Foundations. Ups. Und dann gehen wir mal hinter zur Produktion von den Jetpack-Treibstoff. Das haben wir letztes Mal einfach nur irgendwie hingewuscht. Das würde ich gerne ein bisschen besser machen. Halte ich für falsch. Und während wir das jetzt ein bisschen optimieren und das hier herlegen, weil ich hätte schon gerne, dass wir hier das Lager haben, dass ich nicht mehr hinterrennen muss. So, wo sind jetzt die Foundations hier? Nehme ich gleich mal alle mit, was soll's. Dann passt es, und bis dahin sollte auch der Aufzug fertig sein. Ich bin sehr gespannt. Übrigens, wir können jetzt das Xenophyrit-Erz abbauen. Und da steht Höhe 60. Das ist ultra weit unten. Das konnten wir die ganze Zeit nicht abbauen. Dazu haben wir jetzt die Abbaustufe 1 gebraucht. Aber jetzt haben wir das. So, ich lege jetzt mal hier eine Foundation noch hinter. Du bist aber ein fetter Baum. Kann ich die von hier oben wegmachen? Bitte, bitte, bitte. Natürlich nicht. Ach, ich habe ja... Das ist so praktisch, das ist so praktisch. Allerdings ist mein Treibstoff jetzt gleich leer. Aber da haben wir eigentlich ausreichend da. Gut, das passt. Theoretisch könnten wir das hier so lassen. Es ist alles fertig, es ist alles angeschlossen. Nimm das mal mit. So, was sagt er mir jetzt? 4925. Da kann ich lange fliegen. Das ist geil. Man muss nicht immer zwischenlanden. Außer wenn das leer ist. Aber ihr seht es ja, wie lange das hält. Ich weiß jetzt bloß nicht, da ist rechts so ein Balken, warum der sich nicht ganz füllt. Ich glaube, das ist meine Geschwindigkeit. Und wenn ich stehe, geht es nahezu runter. Das ist der Verbrauch. Wir haben auch noch später die Möglichkeit. Wo ist es? Jetpack 2 und 3, glaube ich, zu machen. Hier. Dann sind wir wahrscheinlich noch ein Stück schneller. Gut, ich würde sagen, also wir können es echt lassen. Es ist ja kein Problem. Und wie viel kommt da jetzt raus? Buchzehn Fässer. Ne, können wir nicht lassen. Können wir nicht lassen, weil wir brauchen die Eisenplatten. Dann lege ich jetzt lieber einmal die Pipeline hinter, bevor ich die Eisenplatten herlege und den Treibstoff wieder hinterlege. Muss ich mal gucken, ob ich das so hinbekomme, dass wir da neben der hier sind, also quasi auf dem blauen Band. Technum-Erz. Das schaut gut aus. Dann einfach hinter. Kann ich eigentlich auch im Schweben bauen? Ja. Das ist cool. Ich mag das mit dieser Megajoule-Anzeige. Oh, mir gehen Pipelines aus. Ja, ich produziere die ganze Zeit die MK3-Forschungspakete. Die brauchen sehr viel von diesen Pipelines und alles mögliche, aber das ist voll. Also theoretisch das, was jetzt da ist, sollte eigentlich reichen. So, hier sind die. Passt. Jetzt ist die Frage, wo machen wir das hin? Ich würde gerne vielleicht hier vorbei. Das ist, oder, nee, Quatsch, wir nehmen, doch,
Weil hier ist auch Eisen. Passt. Wenn die Verwirrung verwirrt ist, dann bin das meistens ich. So, komm her. Und jetzt gehen wir rum. Dann habe ich alles ziemlich zentral. Ich will nicht ein Lager da haben und ein Lager da haben. Gerade was so das Jetpack-Zeug angeht. Ich meine, 5000 Megajoule, ich weiß nicht, wie viel man einsammeln kann. Ob das quasi das andere Problem ist, wie krass müllt ist mein Inventar voll. 195. Also ein Stack. Damit kann ich leben. Gut, weg mit dem Baum. So, dann können wir das eigentlich hier machen. Hier haben wir Platz und dann lagern wir das hier ein. Neben den Energiezellen, genau. Energiezellen und Treibstoff, das passt eben ein bisschen zusammen. Passt. Wahrscheinlich darf ich das später eh wieder alles ändern, aber egal. So, wo war jetzt das Gebäude? Hier. Dann stelle ich das jetzt direkt einfach eiskalt daher. Die Höhe passt sogar nicht schlecht. Oh, geil. Ich kann endlich, und es hält lange. Wunderbar, ich muss bloß gucken, weil das ist die Taste Steuerung, dass ich das vielleicht umbelege. Drückt da manchmal noch falsch. So. Aber was, tragbarer Treibstoff, was ist das? Brennwert 15 Megajoule. Das ist weniger. Jetpack-Treibstoff. Da braucht man genau das gleiche. Das macht wenig Sinn, oder? Das macht wenig Sinn. Oder man, den braucht man für was anderes. Falls man das verpacken will und einfach bloß von A nach B bringt. Kann sein. So, jetzt brauchen wir die Platten. Und die kommen jetzt von hier. Lagern wir einfach hinten direkt ein. Gut, dann hätten wir das mehr oder weniger automatisiert. Das müsste es anlaufen. So schaut's aus. Jetzt brauche ich aber auf jeden Fall noch ein Lager. Nee. Hier. Achso, ich sollte vielleicht die mal wegmachen jetzt. Gut, und dann gehen wir. Das ist eigentlich egal. Hier so hin. So ein bisschen vermisse ich die grüne Hilfslinie. Aber gut hingezirkelt, würde ich behaupten. Also, zack. Zack. Ah, das war wieder... Ah. Dann geht das jetzt einfach da rein. So, Output. Jetzt bin ich gespannt. Ich nehme jetzt mal alle mit. Da müsste ich jetzt mehr als einen Stack haben. Und der geht sogar mehr über 5000. Also da kann ich so viel mitnehmen, wie ich will quasi. Ja, das meinte ich mit falsch drücken. Das ist cool. Perfekt, dann haben wir das hier eingelagert. Das passt. Und jetzt kommt dann der Aufzug. Ich bin sehr gespannt. Das dauert nicht mehr allzu lange. Sind jetzt hier leer gelaufen. Ne, der hat noch alles. Aber ein paar habe ich noch in der Tasche, die lagere ich schnell ein. Ein Stück sollte erstmal auf jeden Fall reichen. Gut, das Erz, was wir brauchen, ist quasi. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich müsste es doch jetzt auch scannen können. Ja, das ist so weit unten. Boah. Bauen uns mal dahin. Also kartentechnisch müsste es jetzt direkt unter mir sein, fast.
hier nach unten. Schaut gut aus. Wir gucken mal ganz kurz zum Roboter hin, ob der irgendwie eine Aufgabe für mich hat. Ich vermisse Karl schon wieder so ein bisschen. Der schwirrt hier rum. Ein Aufzug? Ach. Das wird unsere Ambitionen sicherlich auf die nächste Ebene hieven. Lass uns unser Projekt in neue Höhen heben. In Höhen? Ich will aber in die Tiefen. So, okay. Dann, nächste Forschung. Was wäre... Oh Gott, wir können... Nee, alles gut. Wartungsdrohne habe ich noch überhaupt nicht verstanden, für was wir das brauchen. Lastenaufzug, ich denke mal, der wird sein für Transport. Förderbänder angeschlossen werden können. Vertikal, genau. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Das ist quasi ein Förderbandlift. Und der normale Aufzug ist... Verbindungsreichweite 15 Meter, maximale Verbindungen 4, explosionsbeständig. Das heißt, es geht nicht kaputt, richtig? Brauche ich noch ein paar Stahlträger. Hier. Ich glaube, so langsam aber sicher kommen wir dahin, wo ich hin will, die ganze Zeit schon. Und zwar unterirdisch. Abbauen. Also, es wird schon alles oben gemacht, aber die Erze von unten holen, ich glaube, das ist einfach sinnvoller. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie funktioniert das. Ich baue mal so ein Ding. Ach, der ist schon fertig, Leute. Erfahre mehr über den Aufzug. Das sollte ich vielleicht jetzt erstmal durchlesen. Und vielleicht sollte ich den auch nicht direkt über der Quelle haben, sondern daneben so ein bisschen. So, willkommen. Nee, Quatsch, das ist falsch. Hier. Aufzug. Der Aufzug befördert Charaktere auf verschiedene Etagen. Okay. Okay, ja. Er baut von alleine. Das ist geil. Und er hat eine Hochspannung. Das heißt, unten kann ich. Sonst sicher. Der Aufzug selbst hat auch keinen Strom. Okay. Aber das ist doch jetzt Mist so, oder? Das, macht man das so? Ich meine, gut, es muss ja frei sein, weil nach unten geht er ja, oder? So, konfigurieren. Das ist mein Name, also mein Stockwerk. Base. Und dann Station hinzufügen. Wir gehen mal auf... wir machen das ein bisschen anders. Ich mach den nochmal weg. Weil ich sitze jetzt genau direkt über den Erz und das will ich eigentlich nicht. Wir machen hier nochmal ein paar weg. Die Frage ist, ob ich dann den Lastenaufzug auch nutzen kann als Aufzug oder ob ich immer zwei brauche. Dann machen wir den jetzt einfach mal... hier hin. Finde ich ein bisschen schade, dass der... nicht auf der Foundation ist. Macht aber Sinn, oder? Oder, noch besser... probier was aus. Zack, 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 zack. Hier. Ja, ist ja egal. Dass ich den quasi so draufsetzen kann und er in der Mitte und nach unten baut. Das wäre mega. Das geht nicht. Schade. Ja, war ein Testwert. Dann sitzt er quasi immer auf dem Boden. Finde ich jetzt nicht so geil. Ja, oder auf der Foundation drauf. Wir gucken einfach mal, was passiert. Mehr als kaputt machen kann das ja nicht. Wir drehen das jetzt einfach mal. Bäm. Jetzt dachte ich, der Eingang ist auf der anderen Seite. Egal. Hier ist der Eingang. Und dann gucken wir uns das jetzt mal an. Also. Wir benennen den um in Base.
Bestätigen und machen jetzt einen neuen hinzu. Tech, nee, nicht Technum. Xeno, Erz 1. Höhe eingeben. 60. Was? Ober der Gebäude. Ah, das geht jetzt doch nicht. Ich muss die wegmachen. Aber vielleicht reicht das ja bloß, wenn ich die mittleren wegmache. Nee, wahrscheinlich nicht. Oder brauche ich da jetzt so viele Liftteile auch dazu? Also Aufzugsteile? Wir bauen erstmal nach unten und dann sehen wir ja. Vielleicht können wir es ja im Nachgang ja noch ein bisschen verkleiden. Aber gut, so ist das schon mal zumindest auf der richtigen Höhe. Jetzt, wenn es noch eine Funktion zum Ducken gäbe, wäre es geil. Aber jetzt müsste es doch passen, oder? Cool. Und der baut sich jetzt quasi nach unten. Ah, jetzt kann ich halt wieder das auskleiden. Das wäre natürlich praktisch. Oder hört er jetzt auf? Ich höre es bloß nicht. Genau, weil es zu weit weg ist. Hier, 17. Genau, es wäre praktisch, wenn von Haus aus so eine kleine Foundation aus, warum wäre das der höher ist, weil sonst sitzt er auf dem Boden immer. Aber gut, das passt auch, oder? Auf was für eine Höhe muss ich? Das ist doch nicht mehr normal. Hier unten. 60, man muss übrigens nicht immer scannen, das ist immer angezeigt, wenn man es einmal gesehen hat. Auf 60. So, wo hatten wir nochmal was Verdecktes? 38. Oha. Ja, und das war's eigentlich so. Den Rest hatten wir schon gesehen. Höhe 190, das ist ziemlich weit oben. Okay. Wo sind wir? 85, ja, das dauert. Ich glaube, ich schaue es mit den Forschungsteilen aus. Ist schon wieder ein Trauerspiel hier, ich sehe das. Bei dem bräuchte ich halt auch gleich. Verdammt, ich hätte jetzt nebenbei welche machen müssen. Und grüne sind gar keine mehr da, oder? Nee. Da hinten sind noch drei Stück, ein bisschen was geht. Dann schmeißen wir hier mal den einen rein, den wir haben. Naja, die grünen müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Das hilft alles nichts. Oder halt mal wirklich eine Nacht laufen lassen. Man verliert ja nichts, außer ein bisschen Strom. Das wäre natürlich schlecht. So, ist er jetzt fertig. Xeno-Erz, wenn ich das drauf drücke, geht das hier zu. Nice, nice. Und dann fahren wir nach unten. Jetzt bin ich gespannt, ob wir verschiedene Erdschichten sehen, aber ich glaube nicht, weil das Erz ist unten. Doch. Das ist ein anderes Erz. Hier haben wir wieder Erde oder irgendwie sowas. Ist Erde, oder? Stein oder so, ja. Gut, jetzt wenn ich scanne... Müsste das gleich hier sein. Perfekt. Das heißt... Der ist explosionsbeständig, das ist sehr gut.
Dann haben wir hier schon das Erz. Die Frage ist, muss ich das komplett freisprengen? Ich glaube nicht, oder? Weil wir müssen auf jeden Fall noch ein Stück nach hinten. Was bei uns zwei ist, ist zwei dann mehr? Weiß ich. Habe ich jetzt ja vielleicht ein bisschen. So, jetzt ist die Frage. Also jetzt sind wir hier auf der. Wie bekomme ich hier unten Strom hin? Also wir haben jetzt hier mal eine Foundation. Mache ich das hier mal fix weg, dass es ordentlich ausschaut. Und dann fahren wir hoch. Jetzt gucken wir dann gleich, wie der Strom runterkommt. Meine Hochspannung stand ja dabei, dass es angeschlossen werden kann. Aber Hochspannung bringt mir halt nichts. Doch. Ne, Moment mal. Also, wo ist das Kabel? Hier. Weil das zu hoch ist, oder wie? Dann spreng ich das nochmal weg. Aber wenn es jetzt nicht reicht, weiß ich auch nicht. Ach, der hat da hinten den Slot. Oha. Ist auch nicht verkehrt. Der war ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gewesen, aber hier ist er. Stimmt's? Ja, jetzt brauche ich Foundation. Oh, dieses Durchgeschalte immer, ich hasse es in allen Spielen. Die Frage, muss ich das oben auch anschließen? Ich sehe halt leider nicht, ob hier Strom drauf ist. Nicht so schlimm. Dann geht's nach oben. Das kostet halt immer Zeit. Ich meine, wir sind jetzt auf Etage 60. Ja gut, ich weiß nicht, wie weit runter geht. Null vielleicht, Maximum. Oder geht's auch noch ins Minus? Das ist quasi 0, 0, 0. Wie bei einer Erdkugel genau die Mitte ist. Aber die Art ist ja unendlich groß. Aber halt als Scheibe vielleicht bloß und nicht in der Tiefe. Fragen wir Fragen. Ding. Also dann brauchen wir jetzt den hier. Gegenstände 320. Ich denke mal, dass das jetzt ähnlich funktioniert. Nee. Erfahre mehr über Lastenaufzüge. Ich muss mir das durchlesen, bevor ich jetzt einen Scheiß baue. Ganz kurz. Ja, das ist mir schon klar. Ah, okay. Ich brauche auf jeden Fall zwei. Wo war er jetzt? Hier. Und ich sehe, also solange der noch nicht fertig angebaut ist, also ich muss einen Oberteil und einen Unterteil machen. Und das wird jetzt wahrscheinlich nach unten hin genauso leuchten wie nach oben. Wenn ich den jetzt unten anschließe, passt das. Also wieder runter. Noch so ein bisschen Musik dabei. Das heißt quasi in diese Richtung gar nicht weit. Muss ich halt jetzt halt freisprengen. Aber wenn ich jetzt spreng, mache ich meine ganzen Foundations wieder kaputt. Das ist so dumm. Ich habe übrigens keine Forschung. Das geht gar nicht. Ja klar, noch mehr sprengen. Wartungsdrohne.
Also wir lassen jetzt einfach mal das fortlaufen. So, also. Falsch. Das müsste doch jetzt hier eigentlich irgendwo sein, das blaue Ding. Ich bin wieder falsch. Das checke ich nicht. Ich habe den doch nicht so weit daneben gebaut. Oder muss ich mich da jetzt durchspringen nach unten? Muss wieder hoch, leider. Heute machen wir ein bisschen Aufzugparty. Ich muss mir das nochmal durchlesen. Lastenaufzüge. Ein Ober- und ein Unterteil. Ah, vielleicht. Ist der sprengbeständig? Ja. Ich will einfach nur mal was testen. Ich hoffe, mir zerfickt jetzt nicht ein bisschen die Foundations. Nach unten hat er das nicht. Nach unten hat er das nicht. Kann ich nur nach oben? Oder ich muss... Aha. Ich muss wahrscheinlich erst unten machen und dann oben. Macht auch mehr Sinn. Weil unten habe ich das Erz und dann baue ich das so, wie ich das haben will. Und im Nachgang kommt dann quasi, sehe ich oben, wo es rausgeht. Ja. Ding dong, willkommen in der Hölle. Dann mache ich jetzt hier noch schnell mal ein bisschen... Ich weiß nicht, ob der... Ich glaube, der braucht Strom auf jeden Fall. So, weg damit. Jetzt muss ich halt die Schicht unten auch noch wegmachen, leider. Ich habe gesehen, es gibt auch sowas wie einen Abbau-Laser. Da wird es wahrscheinlich viel schneller gehen alles. Wir haben es gleich. Ich will bloß... Ich habe Angst, dass ich jetzt zu eng denke. Und ich dann gleich wieder alles rückgängig machen muss. So, den weg da in der Mitte noch. Dann schaut das gut aus. Hauptsache wieder das Inventar vollgemüllt. So. Und wenn ich jetzt den draufsetze, weg den ganzen Klump da. Und zwar, wir lassen hier mal ein bisschen Platz nach hinten. Ist da irgendwie einen Ausgang? Nee, oder? So, es wird da gebaut und es geht jetzt nach oben durch. Und jetzt müsste es eigentlich oben durchscheinen. Also er scheint immer nach oben. Ich dachte am Anfang, dass er in beide Richtungen geht. Was auch cool gewesen wäre, dann hätte man es auch andersrum machen können. Aber es macht schon Sinn, dass man unten anfängt, weil unten hat man das Erz. Wir hoffen jetzt bloß, dass wir, wenn wir oben an die Oberfläche kommen, dass da die blauen Streifen sind. Die Strahler. Das wäre eine coole... Ja, das sind sie. Ein Traum. Dann kommst du weg. Und wenn ich jetzt... Aber jetzt muss ich auf den Boden, oder? Oder gräbt er mich? Ist ja wurscht. Dann machen wir es halt einfach nochmal weg. Oder gräbt er durch die Foundation? Ich glaub's nicht. Ah, okay. Das ist das Oberteil.
Dann gräbt ihr jetzt von unten nach oben. Es spielt keine Rolle, welches Teil zuerst platziert. Ja, doch. Man hätte es tauschen können mit dem Wartmenü gerade eben. Ja, genau. Sobald du beide Teile platzierst, gräbt sich der Laster automatisch in die für die Installation nötige Gelände aus. Muss frei von Gebäuden sein. Das heißt, ich muss das hier wegmachen wieder. Aber man muss es halt einfach, glaube ich, so einmal machen, damit man auf die Höhe kommt. Oder kann man das Gebäude auch in die Luft setzen? Passiert jetzt irgendwas oder nicht? Das heißt, die spannende Frage. Braucht ihr trotzdem irgendwie Strom? Braucht ihr von unten Strom? Habe ich unten überhaupt Strom? Ich glaube nicht, weil hier muss ich jetzt den erstmal anschließen. Kommt der jetzt von unten oder nicht? Hier habe ich keinen Stromanschluss. Nee. Ja, hilft ja nichts, oder? Ganz verstanden habe ich das noch nicht. Offensichtlich. Oder er braucht halt einfach eine gewisse Zeit, bis er oben ist. Das kann sein. Ah. Was habe ich denn da drüben? Nix. Verstehe ich nicht. Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Ich muss leider nochmal schauen. Genau. Sobald beide Teile platziert sind, gräbt der Lastenaufzug automatisch das für die Installation nötige Gelände aus. Der Schachtbereich zwischen den beiden Teilen muss daher frei von Gebäuden oder anderen blockierten Objekten sein, bevor die. Dann passt das. Ach, da unten geht's ja noch weiter. Ach du Scheiße, ich habe gar nicht weitergelesen. Ah, sobald beide Teile gebaut sind, musst du an beiden Enden eine Lade anschließen, damit. Oh, der Lastenaufzug ist fertig. Dann hat es einfach bloß gedauert. Ich verstehe, so halbwegs. Ja, drei Reihen können wir schon noch vor. Jetzt ist die Frage, habe ich jetzt durch den Aufzug schon Strom? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist kein Problem, das finden wir raus. Und zwar, da kann ich gleich nochmal welche bauen. Nein, dann werde ich wahrscheinlich einen Transformator brauchen. Habe ich da vielleicht noch einen rumfliegen hier? Weil Starkstrom bringt er ja. Wie groß ist eigentlich die Quelle? Übrigens, mit V kann ich gucken. Ja, da sehe ich halt bloß die einzelnen Blöcke. Ich würde gerne wissen, wie viel das ganze Vorkommen hat. Aber das ist schon viel größer als das, was wir oben hatten. Sehr cool. Dann ist das auf jeden Fall. Aber das ist nicht der einzige Weg. Es geht noch anders. Es gibt, also wie ich das mitbekommen habe, sowas wie einen richtigen Bohrer unterirdisch, der sich vorgräbt. Weil das ist ja nach wie vor standardmäßig, bloß halt unterirdisch.
Zack, zack. Ah, ich brauche hier auch einen Lader. War jetzt dumm. So, Output. Ach, und der verpackt ist, aber ich habe kein Menü oder irgendwie so. Der verpackt das da jetzt und dann geht es hoch und auf der anderen Seite gehen dann die leeren Dinger wieder nach unten. Warum kommt das eigentlich kein Erz? Hä, warum habe ich denn... Ach so, stimmt, bei den Gebäuden stellt er automatisch Output ein. Jetzt habe ich es umgestellt. Jetzt, so. Einmal an die Oberfläche bitte. Cool. Ich habe zwar, also ich habe schon eine Verwendung dafür, so ist es nicht. Wir schließen das einfach. Na, wir müssten das erstmal crushen, gell? Ja. So, und jetzt kann ich doch hier schön. Ich lasse das jetzt mal hier offen. Ich bin gespannt, ob man das sieht, wie das hochkommt. Egal. Da kommt es tatsächlich an. Ist egal. Übrigens, Leute, wenn ihr das ganze Chaos hier feiert, gerne ein Abo da lassen. Wäre eine coole Sache. Würde mich mega freuen. Da kommt's 100 Stunden später, aber es kommt an. Geil. So, das heißt, das ist mein persönlicher. Ist ein bisschen aufwendig, dass man da immer erst eine Foundation setzen muss, dann drauf. Aber so ist es ordentlich. Und dann... Komm, es ist einfach mal hierher. Da muss ich dann wieder... Output einstellen. Da kommt es auch schon, sehr cool. Jetzt Moment mal. Wir haben nämlich hier unser Erz. Das ist nicht mehr allzu viel. Es ist schon noch was. Es läuft auch noch alles. Also theoretisch würde ich das Erz, was da jetzt kommt, einfach wirklich hier mit drauf. Dann wird alles ein bisschen entlastet und wir haben die nächste Zeit kein... Versteht ihr, wie ich das meine? Die nächste Zeit kein Problem mit dem Erz. Erst einmal. So, dann gehen wir hier mal drüber. Da reicht ja eine Höhe, oder? Ja, ganz leicht. Und dann hier rein. Muss ich jetzt leider einmal quer durch. Das ist ein bisschen blöd. Bin ich ehrlich. Aber anders geht's nicht, weil hier das Erz schon ist. Moment mal. Wenn ich jetzt sage... Unterirdisch ist schon besser. Dann ist es auch einfach ordentlicher. Zweimal allerdings. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich rausgekommen bin. Bitte. Weil ich hier... Ah, shit. Übrigens auch eine Foundation weiter rechts. Ah, das ist ein... Das ist... Ja. Ja gut, so ist es halt, ne? Ich will mich jetzt nicht beschweren. Da kommt das Band.
rauskommen. Deshalb wenigstens muss ich jetzt nicht mehr aufpassen, dass ich irgendwo runterfliege und ich komme nicht mehr raus. Dann machen wir die Brücke, die Luftbrücke, die wir gerade gebaut haben, die machen wir wieder weg und dann gehen wir direkt rüber. Dann ist es einfach ordentlich. Ist zwar immer ein bisschen zäh, das zu machen, ich verstehe das. Aber das ist besser. Dann kommt das hier alles wieder weg. Aber sehr cool. Das finde ich geil. Und jetzt noch rausfinden, wie das dann mit diesem komischen unterirdischen Bagger oder was auch immer das ist, funktioniert. So. Ich werde wahrscheinlich noch eine Foundation wegmachen müssen. Ich habe einen vergessen zu wegmachen, ja, oder so. Oh, Mist. Ach nein. Die laufen ja in die falsche Richtung. Ach, das kann ich alles wegmachen. Wo habe ich denn den Scheiß? Ja, das finde ich ein bisschen blöd, dass die auch ansnappen. Die Lift, also diese Schrägen, die Förderbandschrägen, auch wenn die Laufrichtung gegensätzlich ist, also auch wenn es eigentlich falsch ist, muss er von unten nach oben. So, nein. So muss ich. Dann muss ich ihn drehen jetzt. Hier ist noch. Jetzt komme ich da nicht ran, oder? Doch, hier. Also, wir werden noch eins vor müssen, dann hoch. Das mache ich schon wieder falsch. Ich sag's auch noch. Nach unten muss ich. So, was machen wir das alles wieder zu? Und dann unterstützen die sich jetzt gegenseitig. Dann wird das hier langsam mal leer und das unten langsam mal leer. Und wenn das leer ist, dann machen wir hier einfach dicht. Da kommt das Erz von unten. So machen wir das. Das ist ein guter Plan. Wir haben zwar heute wenig Progress gemacht, so was Produktion angeht, aber die beiden Lifte, das freut mich. Das ist sehr cool. Und wenn auch irgendwann mal in 100 Jahren das hier fertig ist, geht es eigentlich weiter mit Bauindustrie, Bauschiffdock, Transportschiffdock. Ach du Kacke, okay. Naja, hilft dir nichts. Dann machen wir das. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.